So, da sind wir zurück auf unserer heißen Disco. Night Fever, Night Fever. Ja, und wir sprechen jetzt mal mit dieser lustigen, Affenfrau. Hallo. Hey Süße, was sagen deine zarten Lippen zu diesem Körper? Vanua du's Eigentum. Vanua wer? Vanua du. Der Yidi-Häuptling. Der Typ, der die Rede gehalten hat. Mein Ehemann. Ups. Mach dir nichts draus, Kleiner. Wenn ich einen Baum für jede Anmache eines Jugendlichen bekommen hätte, dann wären wir heute nicht in so einer Situation. Verstehst du? Nicht ganz. Es muss was Urkomisches haben, mit unserem Häuptling verheiratet zu sein. Oh, na, so toll ist das auch nicht. Sicher, man ist andauernd auf Reisen, aber manchmal fühlt man sich einsam. Ja, gestern erst habe ich zu meiner Psychiaterin Nancy gesagt: Nancy, manchmal ist das etwas einsam, an der Spitze zu stehen. Dann wagte sie zu sagen: Wow, dein Haar riecht unglaublich. Du solltest mal mit meiner Haarspezialistin Janet reden. Sie leistet erstklassige Arbeit. Ja, es war erst im vergangenen Herbst. Sie wusch mir den Kopf. Da sagte ich: Janet, du bist wirklich die beste Haarspezialistin, die ich kenne. Dann wagte sie zu sagen: Yada, yada, yada. Bla, bla, bla. Yada, yada, yada. Hast du Bruno gesehen? Bruno? Nun, ich und Mr. V haben kleinen Bruno schon gekannt, als er noch so klein war. Bruno ist ein Goldjunge, das ist er. Der netteste, gütigste Yidi auf Erden. Dumm wie ein Stück Brot, gebe ich ja zu, aber gütig. Nun, gerade gestern erst habe ich zu meiner Maniküre Kimi gesagt: Kimi, Bruno muss die dümmste Kreatur sein, die je das Licht dieser Sonne erblickt hat. Und darauf sagte sie: Hast du Trixie irgendwo gesehen? Trixie? Nettes Mädchen, ein wunderbares menschliches Wesen. Opfer der Modeindustrie natürlich, aber so freundlich. Erst Na gut, letzte Woche also, sprach ich mit ja, ihm, dann das, so hier und oh. Oh, ich habe das jetzt mal abgekürzt, Freunde, weil hiervon hier erfahren wir nichts mehr. Stopp! Ah ja. Tut mir leid, Süßer, aber nur die Oberhäupter haben Befugnis, den Poolbereich zu betreten. Genau, also müssen wir im Prinzip auch ein Oberhaupt werden. Oh, gehen wir mal in die Küche. Da haben wir hier hinten erstmal links einen Schraubenzieher. Zip, den stecken wir uns ein. Ansonsten können wir hier nichts Großes machen. Das ist ein großer Gefrierschrank. Genau. Deswegen gucken wir mal hinten, was es da gibt. Und siehe da! Hey! Iek! Wen haben wir denn da? Einen Yeti! Mann, ist das ein mageres Exemplar. Einen Yeti in der Hand zu haben, ist besser als zwei im Busch, Lee Harvey. Entschuldigung, Boss. Schon gut, alter Kumpel. Jetzt sei ein guter Junge und hol das Netz aus dem Bus, ja? Jawohl, Mr. Bumpus. So, wenn er weg ist, können wir in der Zeit mit ihm ein wenig reden. Was hast du jetzt vor? Ich werde dich in meine Tierschau nehmen, du dämlicher Yeti, du. Warum quälen Sie harmlose Yetis? Harmlos? Harmlos? Meine Eltern wurden von einem wilden Yeti getötet. Wirklich? Nun, nein. In Wirklichkeit bin ich nur ein verschrobener, böser Kerl, der seine Freude daran hat, süße Waldbewohner zu quälen. Nun, das ist auch ein guter Grund. Oh wei. Ich bin kein echter Yeti, wissen Sie? Erzähl mir noch einen. Wo haben Sie eigentlich diesen britischen Akzent her? Eigentlich komme ich aus Liverpool. Igitt. Damit kommen Sie nicht weit. Oh, ich hab solche Angst. Genau, also machen wir einfach Folgendes, wir nämlich ziehen unser Kleid aus. Vielleicht wird dich das überzeugen, dass ich kein Yeti bin. Dadurch kann sich Max hinter ihm schleichen. Hier schon wieder. Mist, ich habe das Netz in Bumpusville gelassen. Vergiss das Netz, wir werden uns als Yeti verkleiden. Warum? So können wir sie infiltrieren und alles über sie erfahren, um sie dann einzusacken. Oh. Natürlich gehen sie da rein. Und keine Scherze, Hundevieh. Yeah. Natürlich nicht. Deswegen bitten wir jetzt schnell, Max die Tür zu Hey. Machen. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Nein. Max. Hey. Hey. Ich an deiner Stelle würde mich jetzt nicht bewegen. Genau. Hey, Max, wieso machst du dich nicht mal nützlich? Zack. Und ein wenig kühlstellen. Das war lustig. Nun können sich zukünftige Generationen an seinem atonalen Singsang erfreuen. Sind hier noch ein paar Schrimpskugeln? Wer seid ihr? Wir sind die Freelance Police.
Wir haben gerade euren gesamten Haufen gerettet. Wirklich? Ich schätze, es ist in Ordnung, wenn ich euch zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber ernenne. Geht hier lang. Ja, so einfach geht's. Wollen wir mal sehen? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ja? Was gibt's? Obwohl es Tradition ist, dass nur Yetis und eine Begleitperson zu unseren Partys zugelassen sind, haben sich diese zwei uns gegenüber als loyale und vertrauenswürdige Personen erwiesen. Das sind naive Kerle. Und so ernenne ich sie zu Yeti-Häuptlingen ehrenhalber. Also, legt euch nicht mit ihnen an. Das ist alles? Geehrte Yeti-Häuptlinge? Wo bleibt die Knete? Wir wollen kein Yeti-Geld, Max. Vielleicht ist das aus Baumrinde gemacht. Ich weiß, aber ich sage so etwas aus Prinzip. Ihr dürft euch jetzt frei im Tagungsraum bewegen, ohne Angst um eure Gesundheit haben zu müssen. Hey, danke. Gern geschehen. Folgt mir. Genau, jetzt können wir nämlich nach hinten mit ihm. Ja, und da sehen wir auch im Prinzip schon unser Finale. Ja? Da ihr euch selbst als Freunde der Yeti bewiesen habt, habe ich euch hergebracht, um unser größtes Geheimnis zu teilen. Diese großen Totempfähle wurden aus aller Herren Länder zusammengetragen und von Yeti-Generation zu Generation weitervererbt. Wie Obstkuchen. Wir glauben, dass sie die Lösung für unsere Rettung bergen, aber das Geheimnis ihrer Nutzung ist ein Rätsel, das wir niemals gelöst haben. Ganz schön kompliziert. Wie Obstkuchen. Es ist wirklich kompliziert. Bruno. Wie Obstkuchen. Keine Lust zum Feiern? Wer kann schon feiern, wenn seine Welt zusammenbricht? Offensichtlich die meisten deiner zotteligen Brüder. Und ich sagte noch, lass den Whisky aus der Bowle. Ich dachte, es würde unserer Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen. Kein Wunder, dass wir vom Aussterben bedroht sind. Okay, Jungs, hier der Lagebericht. Der Yeti Way of Life geht zurzeit den Bach runter. Diese Totempfähle könnten uns retten, aber A, keine Ahnung, was sie bedeuten. B, die meisten von uns haben zu lange gefeiert, um darauf zu kommen, wenn ihr mich versteht. Und C, wir Yetis haben es ziemlich schwer, uns in der Öffentlichkeit zu bewegen, wie ihr wisst. Wir würden ja nicht um Hilfe bitten, aber wir sind verzweifelt. Nun, wegen sowas werden wir meistens gebucht. Warum also nicht? Großartig. Warum löst ihr drei nicht das Geheimnis? Ich gehe so lange zur heißen Quelle. Ja, da sind wir also nun angekommen. Sam stecken wir erstmal wieder ein. Er geht da hinten zur heißen Quelle. Unterhalten wir uns mal mit Bruno. Was er so für uns hat. Okay, Sam. Er ist hier, wir sind hier. Lass uns gehen. Wartet, wohin denn? Zurück zur Kirmes. Abkassieren, du großer Klumpen. Ich bin vielleicht langsam, aber nicht blöd. Ich bleib genau hier stehen. Psst, Max. Ja? Vielleicht sollten wir eine Weile warten, bevor wir Bruno seinen gutmeinenden, wenn auch schrecklich seltsamen Besitzern zurückgeben. Wieso? Weil ich eine seltsame, verdrehte Vorahnung habe, dass etwas Wichtiges mit den Yetis passieren wird. Und es wäre nett, Bruno daran teilhaben zu lassen, bevor wir ihn wieder in einen Eisblock verbannen. Du bist weichherzig, Sam. Wir haben uns entschieden, dich bis zum Ende der Versammlung auf freiem Fuß zu lassen. Hey, danke. Kann ich im Gegenzug etwas für euch tun? Ja, erzähl uns alles. Jetzt haben wir hier von links nach rechts, genau. Was sagt dir der Totempfahl ganz links? Lass mich mal sehen. Oh wei. Nun? Es ist ein Totempfahl. Und? Er ist aus Holz. Noch können wir ihn zurück zur Kirmes bringen, mach schon. Irgendwelche schlauen Yeti-Einfälle bezüglich des Totempfahls mit dem Zahn drauf? Ich habe das Ding jetzt Stunden angestarrt und... Ja? Ich glaube, es hat was mit Zähnen zu tun. Oh nein, wirklich. Es ist nicht lebenswichtig. Aber hast du eine Ahnung, wer der Typ auf dem dritten Pfahl ist? Nö, obwohl er scheinbar recht gut mit Gemüse klarkommt. Sam, der Typ auf dem Pfahl hat einen Marshmallow. Und? Ich will auch einen. Max, du bist einer. Und verfressen. Siehst du den Totempfahl? Was ist damit? Was glaubst du, bedeutet er? Ich hab's. Wo will er hin? Was hast du ihnen gesagt? Ich riet ihnen, nach Glatzköpfen mit Spaghetti auf dem Kopf zu suchen. Nun, was denkst du über all dies? Ich bin einfach glücklich, hier zu sein, Sam.
Glücklich bei Zimmertemperatur schlafen zu können und glücklich frei zu sein, natürlich. Frei geboren, frei wie der Wind. Max. Was? Was wolltest du sagen, Bruno? Ich hab den Faden verloren. Mist. Sag mal, wie habt Trixie und du euch eigentlich getroffen? Wir haben uns nicht wirklich getroffen, bevor sie mich aufgetaut hat. Aber ich liebe sie seit dem Augenblick, als sie nachts in die Abnormitäten-Show kam und mich mit einem kantonesischen Schlaflied in den Schlaf sang. Oh wei, oh wei. Und du willst ihn zurück in einen Eisblock stecken? Klar, und? Ich geb's auf. Ja, ich sehe dich. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Genau, das schenken wir uns. Denn, ihr Lieben, die 10 Minuten sind längst überschritten. Wie es weitergeht mit den 4 Totumfallen, sehen wir im nächsten Teil. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Sam & Max Hit the Road. Bis dahin, NRW 18. Adieu.